Hallo Rosemarie. Ja, hallo. Oh, was haben wir denn jetzt? Jetzt hat die Schwender. Aha. Da ist der Schneepflug gefahren in der Straße. Und da sind immer, also meistens von den Rosenwirt, zwei Geilen angespannt worden. Aha. Für den Schneepflug. Und die haben ziehen müssen. Und es ist so ein Schlitten gewesen. Und ein paar Schlitten, hat man gesagt. Aha. Im Winter ist ja. Der also eingespannt worden, wenn es viel Schnee geht hat. Ist dein Vater auch dabei? Nein, der ist nicht dabei. Aha. Ja, dann sind die Männer da drauf gucken, haben ein bisschen Gewicht gemacht, und damit es besser wird. Gut. Das hat noch einmal der Gemeinderat hat das ausgemacht, wenn der Schlitten eingespannen hat müssen. Aha. Und dann sind die auch meistens da davor von denen drauf gestanden und haben beschwert. Ah, das war doch eine Landpartie, oder? Ja, ja. Hat es hinterher was gegeben? Da hat es da auch Glühwein gegeben nachher und so. Die, ah, ja, braucht man auch, ne? Die haben auch unterwegs gehalten. Manche haben auch einen Krug Wein geholt und haben denen zu trinken gegeben. Ach so, wenn der Bauschlitter vorbeikommt, dann war man natürlich froh, dass der Weg wieder gangbar war, ne? Es ist ja nicht jeden Winter ist er rausgekommen. Aber das war quasi dann auch ein bisschen eine Schau. Ah, ja, da, das ist für die ja sowieso, die noch drauf standen haben dürfen. Man ist noch als Kinder auch hinter Dreiecksaudel mal. Ja, das ist halt zur Freude von den Kindern gewesen. Ja, Abwechslung. Ja. Ja, man muss sich das auch immer wieder vor Augen führen. Damals hat es kein Fernseher gegeben oder irgendwelche andere Ablenkungen. Nein. Wenig Spielsach auch. Ja. Ja, dann. Also, Dankeschön. Bitte. Für die kleine Sensation. Hey Leute, hat's euch gefallen? Dann guckt doch öfter mal in meinen Kanal rein. Oder auf meine Homepage, da hat's ein ganz nettes Programm. Bei uns ist nämlich etwas Butter.